Ja, der nächste Titel liegt mir besonders am Herzen, denn es handelt von meiner Heimatstadt Wanne-Eickel zum Teil. Aber es geht eigentlich um ein Gefühl, was jeder von uns kennt. Ich finde nämlich, das Wort Heimat ist nicht nur ein Wort, sondern ein Gefühl. Egal wo man ist, egal wo man lebt, jeder kennt das Gefühl, man kommt nach Hause und fühlt sich einfach nach Heimat. Egal, ob man alleine ist oder zu zweit oder mit tausend anderen. Also, der Titel heißt Heimat. Er kam aus Wanne, trank Kaffee und schrieb an seinem Welterfolg. Er wohnte immer da, schon immer da, wo der Rest sich schnell verpiste. Und er war allein, weil es jemand gab, den er vermisste. Und er schrieb. Er kam die Straße runter und parkte an dem Musikfachgeschäft. Musikhaus Kahnberg übrigens. Er parkte immer da, schon immer da, mit seiner alten Kiste. Und er war allein, weil es eine gab, die er vermisste. Und er schrieb, Heimat ist, wenn du trotzdem glücklich bist. Heimat ist, wenn du verlassen bist. Heimat ist, wenn du angekommen bist. Ganz allein oder zu zweien. Er sah die Schlote rauchen und zog an seiner Filterzigarette. Schon immer alles Einfache und Triste. Und er war allein, weil es jemand gab, den er vermisste. Und er schrieb, Heimat ist, wenn du trotzdem glücklich bist. Heimat ist, wenn du verlassen bist. Heimat ist, wenn du angekommen bist, ganz allein oder zu zweit. Zu zweien oder allein.